Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, ein super hübscher Netzpython, Procamerus reticulatus. Die Farbform nennt sich Golden Child. Wirklich eine super schöne Farbvariante von den Netzpython. Diese Golden Child gibt es so seit, ich würde mal sagen, vielleicht 2014, 15 ungefähr sind die ersten gekommen oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Aber nach wie vor eine relativ neue Morph. Wirklich eine wunderhübsche Farbvariante von dem Netzpython und deswegen wollte ich euch das heute mal als Intro-Tierchen zeigen. Das Thema heute sind die Albinos und bei Albinos gibt es T-Plus und T-Minus-Albino. Ne? Komischer Ausdruck, T-Plus, T-Minus. Um es euch mal zu zeigen, beziehungsweise, nee, andersrum. Also T steht für Tyrosin. Tyrosin ist ein Enzym, das notwendig ist, um das schwarze Pigment Melanin zu bilden. Ne? Also ihr kennt ja den Ausdruck amelanistisch, also kein Melanin. Deswegen sind die Tiere, können die keine schwarzen Pigmente bilden, wenn sie amelanistisch sind. Und von dem Amelanismus gibt es im Prinzip zwei Varianten. Eben das T-, das ist so der klassische Albino. Das heißt, diese Tiere besitzen dieses Enzym Tyrosin nicht. Das kann man nachweisen über einen sogenannten DOPA-Test. Kann man nachweisen, ob das Tyrosin vorhanden ist. Und dann gibt es T-Plus-Albino, also Tyrosin-positiv. Die Tiere besitzen das Enzym Tyrosin, können aber trotzdem kein Melanin im Körper bilden. Und dadurch kommen solche Tiere raus, die zwar keine schwarzen Pigmente haben, aber so, ja, manchmal ist es, geht es sogar ins Violette oder ins Bräunliche. Ja, wie immer man diese Farbe nennen soll, bräunlich-violett. Wie gesagt, da sagt man dann T-Plus-Albino dazu. Von den T-Minus und den T-Plus gibt es auch verschiedene genetisch nicht-allele Varianten davon. Zum einen bei T-Minus gibt es die klassischen, was man eigentlich so Albino nennt, die amelanistischen Tiere. Dann gibt es die Candies zum Beispiel, Candy oder die Candinos sind auch T-negativ. Dann gibt es den Lavender-Albino, was ebenfalls eine T-Albino-Variante ist. Und bei den T-Plus, wie gesagt, in dem Moment habe ich ein Ultramel hier. Ultramel gibt es, Caramel gibt es, die Bourgogne, die aus Frankreich kommen, ähnlich aussehen, ist bestimmt auch T-Plus-Albino. Die Rainbow bin ich mir nicht ganz sicher, aus Belgien, die Rainbows, wo man die einordnet. Ja, lassen wir mal mit Fragezeichen stehen. So gibt es verschiedene Varianten T-Minus, T-Plus. Was ich euch jetzt hier in der Einleitung gezeigt habe, sind Königspythons davon. Das Ganze gibt es natürlich auch noch von bei anderen Reptilien. Da zeige ich euch gerade noch zwei, drei andere Reptilien, wo wir das gleiche Phänomen mit T-Plus und T-Minus haben. Hier ein anderes Beispiel, Boa Constrictor. In meiner rechten Hand ein T-Plus-Albino. Das sind mittelamerikanische Boa Constrictor, ursprünglich Imperatoren, die man als T-Plus-Albino vor circa 5 Jahren gefunden oder gezüchtet oder weitergezüchtet hat. Ne? Also interessant, wie gesagt, achtet mal drauf. Sie ist zwar dunkel, aber es ist kein Schwarz. Es ist alles irgendein Rotbraun oder Braunton, aber nie ein Schwarz zu finden. Und hier, das ist eine Snowboa. Snowboa ist amelanistisch mit anerythristisch, also in dem Fall keine roten Pigmente und keine schwarzen Pigmente. Aber das, in dem Fall das Augenmerk liegt auf dem Amelanismus, also das ist auch ein T-Albino. Und ja, wie gesagt, da wirklich der schöne, gute Vergleich T-T-Albino bei dem Boa Constrictor. Das Ganze gibt es natürlich auch bei den Tigerpythons. Hier ein Albino-Granit, ne? Also in dem Fall
auch wieder T-Albino Granit-Tigerpython. Der T-Albino ist der Karamell oder Blondface, wird er genannt. Da können wir euch hier ein Foto einblenden dazu. Das ist der T-Albino bei den Tigerpythons. Und natürlich können wir das jetzt mehr oder weniger fast durch alle Reptilien fortsetzen. Es lassen sich, also die, ich würde mal sagen, die T-Minus lassen sich fast leichter finden, aber auch von den T-Plus, Karamell, Blond, wie man sie dann immer nennen mag, lassen sich auch bei vielen Farbvarianten der Reptilien finden. Nicht nur bei den Schlangen, gibt es bei den Echsen, ich weiß nicht, bei den Steppenwaranen zum Beispiel gibt es ja auch diese Ghost bzw. Karamell. Das könnte vielleicht auch so ein T-Plus-Albino sein. Schwierig zum Nachweisen, also diesen Dopa-Test, den ich da vorher angesprochen habe, das ist was, wo einfach nur hoch ausgerüstete Labore machen können. Und leider kümmern die sich nicht sehr viel um Reptilien, interessieren sich für alles andere, aber nicht für Reptilien. Also sind wir Terrarianer da ein bisschen eingeschränkt, irgendwelche Tests durchführen zu lassen oder sowas. Ne? Also man muss auch sagen, dass in Europa da wahrscheinlich noch weniger damit gearbeitet wird, wie zum Beispiel in den USA, wo es doch auch Labore gibt, die sich um solche oder die in solchen Bereichen forschen sozusagen. Ne? Aber das sollte für euch mal ein bisschen ein Überblick sein. Jetzt könnt ihr in Zukunft mitreden, wenn ihr irgendwo T-Plus, T-Albino hört oder lest oder euch drüber unterhaltet. Jetzt wisst ihr zumindest mal, was es da gibt und in welchem Bereich. Und das wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Wir hatten jetzt hier gerade ein bisschen eine interne Diskussion. Der Flo hat hier gefragt, ja, was ist denn mit Leuzisten, was ist denn mit denen? Die haben bei dem Thema eigentlich fast nichts verloren. Also hier jetzt als Beispiel so eine leuzistische Erdnatter. Das ist jetzt wieder ganz was anderes. Also das T-Plus, T-Minus, Albino, da reden wir von Amelanismus. Ne? Der Farbstoff Melanin, Amelanismus. Die Tiere, wie gesagt, sind klassisch weiß, weiß-gelb, weiß-rot, wie gesagt, mit den Brauntönen. Leuzismus ist wieder was anderes. Die haben zumindest bei den Augen oder haben Melanin, also haben schwarze Augen, sind aber ansonsten komplett weiß. Der genetische Hintergrund für so Leuzismus ist wieder was ganz anderes wie der Amelanismus, von dem wir gerade hier die ganze Zeit reden. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.